Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und willkommen zu Cube World. Doch in YouTube, wir haben diese epische Burg gefunden, wo wir jetzt reingehen. Geschweige Zedar Castle. Bin mal gespannt, was wir hier haben. Das sind alles Legendary-Gegner. Ich mache ich einmal zuerst der Magier. So, warum wird das weiß markiert, wenn da Legendary-Gegner sind? Das ist never weiß. Laberbacke. Ich bin der Vogel, hab den Checkpoint vergessen. Jetzt können wir ganz weit laufen. Hey Leute, guck mal, ich da noch sehe, das sind ja noch, das ist ja noch mehr. Das ist ja auch noch mal so ein fetter Turm. Alter, was finden wir hier? Das ist ja voll Mittelalter. Okay, ich setze erstmal meinen Spawn. Oh, du bist nichts. Du bist kein Spawn, du bist irgendwas anderes. Ich hätte hier aber gern so ein Gerät, was halt so einen Spawn setzen kann. Ja, wir gehen da gleich hoch, Leute. Ihr habt alle Wünsche und Träume. Ja, und ich suche einfach nur so eine Statue, wo ich meinen Spawn setzen kann. Das ist mein Wunsch. Aufpassen. Aha! Da hinten ist was. Wir gehen da gleich hoch zum Turm. Und diese Burg, Alter, da müssen wir gucken. Ich glaube, bei der Burg müssen wir Tränke benutzen. Bei der Mana-Pumpe, das war ja schon wirklich... Ja, ne? Fresh, das war ja schon wirklich bossmäßig. Bitte sei so ein Spawn-Teil, nicht so ein Leseteil. Ja, ist ein Spawn. Weil ich weiß nicht, was mich im Turm erwartet. Es kann, wie gesagt, easy sein, was mich da erwartet. Aber wir sind ja nicht schwach. Oder halt sowas wie bei der Burg, dass das wirklich brutal ist. So, jetzt gehen wir zur Burg. Was wirklich cool wäre jetzt hier in Cube World, wirklich sehr, wenn man wirklich selber bauen könnte. Das wäre ja mal awesome. Diese Schritte machen mich wahnsinnig. Weißen Name, ja. Weißen Namen heißt irgendwie nicht easy, sondern heißt so, keine Ahnung, du willst mir nicht verraten, was es ist. Okay, easy. Beetle! Guck, hier wird schon blau. Hier wird schon blau, Leute. Und auf ganz oben ist ein Legendary-Gegner. Lila. Ja, guck da, wo ist das bitte? Hier Dingens, wenn jetzt hier schon wieder Legendary-Gegner kommen. Ja, ich meine ja nur. Er ist Gegner auf den schwersten Schwierigkeitsgrad, aber zum Glück ist das kein... Stirb einfach. Katastrophe, was bist du für einer? Legendary, ja! Seht ihr, das ist das, meine ich mit Legendary. Jetzt ist der Tower gelb! Jetzt will er mir verraten, was für einen Schwierigkeitsgrad der hat. Bei dem brauchen wir Tränke, Leute. Am Arsch weiß es heißt einfach. Nee. Weiß heißt, das Spiel will dir nicht verraten, was dich da erwartet. Wann erwartet er es weiß? Und so, ja, blaue Gegner dachte ich mir schon, ja. Weil normalerweise ist es so blau oder so.
dann so schon Bossgegner bei so weißen Dingern, ne? Aber nein, ich habe schon von ganz unten gerochen. Da wartet mich bestimmt ein Legendary-Fotze da oben. Von diesen Legendary-Bossen habe ich bisher nur bei der Mana-Pumpe bisher gehabt, ne? Wir haben zusätzliche Armor und so. Der hat da oben so ein Kristall, seht ihr das? Zum Leng. Oh, scheiße. Zum Glück kann ich auch nicht haben. Komm runter! Was ist mit dir? Du bist gefährlich. Du bist ein Er hat mich verarscht! Scheiße, Mann. Witzig. Es ist broken. Ich muss den vom Turm zum Spawn locken. Das heißt, wir müssen einmal da oben den Berg runter mit ihnen und dann, das ist mein Ziel zumindest. Problem nur, der Laser fickt mich einfach. Ach so, Wasserpush. Ach so, wenn man anscheinend jetzt, ja genau. Wenn man Gläser trinkt, also wenn man den Inhalt der Gläser trinkt, hat man das Glas auch nicht mehr. What the fuck? Wer denkt sich sowas aus? Dude, ich bin hier, um dich zu ficken. Jetzt komm. Mann, der kommt aber auch nicht wirklich die Treppe runter. Der wartet da. Schon klar, dass du mir hier keine ruhige Zeit lässt. Aber ich nutze jede, die ich habe. Oh, das wird was. Oh Leute, das läuft sehr gut. So, jetzt können wir kämpfen. Du bist nur wieder Full Life. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man so die Gegner wirklich besiegen muss. Aber ich wüsste nicht, wie ich das sonst machen soll. Nein, hier geblieben. Du Hund. Der rennt weg. Problem ist nur, er darf nicht zu weit wegkommen. Wir müssen jetzt gleich ein bisschen locken. Lol, wir können so einen Megasprung machen. Er darf nicht in seinen Turm zurück. Er kommt. Cheat. Oh oh. Da läuft er. Wir werden ihn down kriegen. Das dauert halt nur ein bisschen, diesen Legendary-Gegner. Aber eines Tages werden wir genauso mächtig sein wie die. Und dann geben wir den. I will the very best. Aber der ist mir auch schon wieder hier viel zu nah. Oh gut, dass der erst abfängt. Wie weit kann man dich denn locken? So weiter, desto besser, würde ich sagen. So, hier ist ja schon mal optimal, wenn du jetzt hier bist. Warum machst du bei meinen Tieren keinen Nahkampf? So, jetzt haben wir dich. Hey, stirb endlich! Ah, wohl. Wir haben ihn tatsächlich besiegt. Boah. Der war stark. Was mir allerdings Frage ist, an der Burg, ja? Ich denke mal, die Burg wird nicht gerade klein sein, ja? In so einem Turm geht das runter. Muss ich dann diesen obersten, wenn da jetzt mal ein König drin sitzt, der einfach so overpowered ist, ja? Und mir vorstellen, hier waren die Wachen noch weiß. Dort sind ja schon die Wachen Legendary. Was ist denn das dann für ein Endgegner dort? Und was ist das für ein Teil in diesem Turm? Das muss ich auch nochmal herausfinden. Bin ich mal gespannt, was wir hier haben. Töte, 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 töte. Töte. Wird schon dunkel draußen.
die beste Zeit, eine Burg zu belagern, findet ihr nicht? Nein, eine Burg hat vier von diesen Türmen. Kann man eigentlich um drauf? Aber egal, still Level 1. Ach, guck mal, hier können wir gleich noch einen G-Boss machen, findet ihr nicht? So. Ihr beiden könnt gleich auch mitkommen. Wollt ihr mich wirklich angreifen? Ihr seid One-Shot, ich warne euch. Ich will euch gar nicht töten. Ich habe euch gewarnt. Ihr seid eine Bombe gedroppt. Guckt ihr mal in diese Sedar Castle, ja? Weiß. Das ist gelogen. Sedar Castle. Ich sehe schon, komm, wir sind dann so Folge 100 irgendwas und das heißt dann, wir sind endlich Level 2. Ja, ja, auch lustig. Wir kommen drehen mal kurz, ob wir bessere Reiz bekommen haben überhaupt. Wir haben ja hier so einen Bogen. Den müssen wir sowieso machen. Wir gehen dann wahrscheinlich hier, jetzt hier mal kurz zu dieser Dame. Hier gibt es bestimmt auch noch Dungeons. Aber wir haben jetzt in der nächsten gelben Dungeon hinter uns. Das ist schon mal einiges wert. Hinten ist ein Checkpoint. Ist das auch ein Checkpoint oder ist das wieder so ein Leseteil? Ist ein Checkpoint, okay. Dann würde ich sagen, werde ich an dieser Stadt und dann wie immer die Folge irgendwie beenden. Und ja, dann haben wir noch ein paar Leute gleich zum Quatschen. So, danke fürs Zuschauen. Tschüss rein, euer Ruki. Bis denn und ciao.